Wer seine Daten in der Cloud ablegt, genießt viele Vorteile. Das ist bequem, schnell, kosteneffizient, aber auch sicher. Also Umfragen zeigen, dass in Deutschland wenigstens die Hälfte der Unternehmen Cloud-Infrastrukturen nutzen. Wenn über Cloud diskutiert wird, dann sehen viele Leute auch Risiken. Risiken, die darin bestehen, dass Rechnerressourcen gemeinsam genutzt werden. Und die Frage ist, ist es möglich, an die Daten heranzukommen? Den Durchblick im digitalen Wolkenhimmel hat eine Forschergruppe des HPI. Die Potsdamer Software-Ingenieure widmen ihre Arbeit einer der zentralen Sicherheitslücken. Das Problem bei heutigen Cloud-Dienstanbietern ist, dass alle meine Daten quasi bei einem Anbieter gespeichert werden. Das heißt, jegliche Angriffe auf diesen Cloud-Anbieter könnten auch meine Daten öffentlich machen. 4 Jahre haben verschiedene IT-Experten des Fachgebiets geforscht und entwickelt. Herausgekommen: CloudRate. Eine nur auf den ersten Blick gewöhnliche Cloud-Software. Der Nutzer nutzt es einfach in seinem alltäglichen Umfeld. Dateien speichern, Dateien teilen, Dateien runterladen, wie er das gewöhnt ist, aber eben sicher. Ein kleiner Hinweis verrät, dass CloudRate für diese Sicherheit im Hintergrund so einiges tut. Denn, so dachten sich die Entwickler, wie umgeht man, dass eine Datei, die bei einem Cloud-Anbieter liegt, angreifbar ist? Ganz einfach. Aus eins macht viele. Die Berechnungen im Hintergrund sind zwar relativ kompliziert, aber der Nutzer merkt davon gar nichts. Im ersten Schritt nehmen wir die Datei, verschlüsseln die mit einer starken Verschlüsselung. Der Schlüssel verbleibt dabei beim Nutzer. Und diese Datei teilen wir dann in Fragmente auf. Und die Summe dieser gesamten Fragmente können wir auf unabhängige Cloud-Speicher verteilen. Das, was bei den Cloud-Providern liegt, ist quasi ein nutzloser Datenmüll. Selbst wenn die Cloud-Anbieter sich diese Dateien anschauen würden, könnten sie damit nichts anfangen, sind Einser und Nuller. Werden Daten wieder benötigt, so läuft's rückwärts genauso schnell und unkompliziert. Aber eben sicher. Denn die wirkliche Datei gibt's erst wieder beim Nutzer. Völlig unabhängig zeigt sich CloudRate, wenn es darum geht, wo Datenstücke abgelegt werden. CloudRate an sich ist eine Art Zwischenschicht zwischen den Clouds und dem Nutzer. Das heißt, die Dateien gehen durch diesen Layer, werden zerteilt und dann kann ich entweder bei Amazon, bei Google, aber auch im privaten Rechenzentrum zum Beispiel speichern. Und jeder bekommt einfach nur einen Puzzleteil meiner Daten. Der Clou? Fällt ein Anbieter aus und damit eines dieser Puzzlestücke weg, so kann die Datei trotzdem zusammengesetzt werden. Speziell erzeugte Daten ermöglichen eine Wiederherstellung, selbst wenn mal ein Teil der Datei fehlt. Der Nutzer kann wie gewohnt seine Applikation weiter benutzen, im Hintergrund finden die ganzen Berechnungen statt. Zusätzliche CloudRate-Sicherheitsstufen, wie etwa ein Dateischutz mittels Personalausweis, implementiert das HPI-Team aktuell mit Hochdruck. CloudRate ist auf dem besten Wege, von diesem prototypischen Stand hin zu einem wirklichen Produkt zu kommen, was Unternehmen und auch private Nutzer zum Schluss nutzen können.